Moin Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit Let's Play Spyro the Dragon HD. Ja, in der letzten Folge hatten wir ein bisschen Überlänge. Gesundheit, Spyro, weil ja, ich hier noch den Fähigkeitspunkt vergessen hatte im schwebenden Schloss und ich wollte gerne noch Jacques, den Boss, mit drauf haben in der Folge. Und ja, das haben wir auch gemacht und es ist uns auch gelungen. Ja, und jetzt stehen wir davor, eigentlich in Nasty Nawks Welt zu gehen. Bevor ich das mache, ich weiß, dass ich noch ein paar Errungenschaften freigeschaltet habe. Ich sehe das da unten rechts nicht immer, weil das so klein ist. Ich will noch mal kurz gucken. Ja, wir haben auf jeden Fall noch Altmetall. Besiege alle Zinnsoldaten. Da haben wir noch einen Erfolg für bekommen. Gut. Eine Errungenschaft, Entschuldigung. So, und dann gehen wir jetzt zum Ballonfahrer. Müssen wir ja von hier aus dahin kommen. Oder auch nicht. Von hier aus kommen wir denn dahin, hoffe ich doch. Glaube ich nicht mal der offizielle Weg dahin, aber egal. Oh, es wäre doch über Jacques gegangen. Haha. Oh Gott. Sehr gut, Spyro. Ich hoffe, du weißt, was dich noch erwartet. Nastys Heimatwelt ist bereit zum Abflug. Ja. Wir wollen in Nastys Heimatwelt. Entschuldigung, da bin ich gegen meinen Schreibtisch gestoßen. Ja, da wären wir. Ich glaube, ist das hier sogar auch noch ein paar Level? Ich glaube ja, ne? Nein, danke. Wollte nur die Edelsteine aufsammeln. Gibt es auf jeden Fall 200 Edelsteine. Ja, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Level, die wir hier machen müssen. Aber jetzt befreien wir erstmal den Drachen. Delbin. Hey, hatte ich dich nicht schon befreit? Jetzt bist du in Nastys Heimatwelt, Spyro. Und du musst ihn besiegen. Soll er nur kommen. Ich bin bereit. Erreiche den Ausgang in jedem Land von Nasty. Und nimm es dann mit dem Nork persönlich auf. Also müssen wir doch noch ein paar Level bestreiten. Aber ich glaube, wir haben im Handbuch nur noch, oder den Fähigkeitspunkten nur noch Nasty Nork. Perfekt, okay. Gehen wir als erstes in die Nork-Bucht. Sehr schön. Dann wollen wir mal. Können wir das schon wegrammen hier hoch? Sind auf jeden Fall in der Heimatwelt der Norks. Da sollte man übrigens nicht so gegen rennen, gegen die TNT. Das TNT-Fass.
Das würde uns nicht gut tun. Oh nein, oh Gott. Ach, ich hab's Gott sei Dank überlebt. Auch wenn das jetzt nicht so elegant war. Au. Die Maus grillen, oder Ratte ist es besser gesagt. Nativ, hatten wir den nicht schon? Mach weiter so, Spyro. Nasty hat bestimmt schon richtig Bammel vor dir. Ich an seiner Stelle hätte die Narkosen schon voll. Also Spyro hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Das ist doch sehr gut. Wir haben jetzt 2 Drachen und 400 Diamanten. Einmal kurz pausieren, weiter geht's. Mal das Mikrofon neu richten. So. So, wo wollen wir denn jetzt hier weiter? Ah, von hier sind wir gekommen. Dann geht's hier weiter. Okay, die kriege ich von da oben klein. So, jetzt sind wir hier oben und dann müsste ich das da runterboxen. Okay. Sehr gut. Oh, ganz viele rote. Ganz viele rote. Ne, hier gibt's aber nichts mehr, ne? Nee. Blöd. Aber die hier auch. Ja, das funktioniert nicht. So geht's. Thomas. Wow! Ich hätte nie gedacht, dass ich mal gerettet werde. Schon gar nicht von so einem kleinen Drachen. Ich hab nie an dir gezweifelt, Spyro. Das will ich hoffen. Huch.
gucke mal lieber, dass ich hier nicht irgendwie einen Diamant vergessen habe. Nö. So. Ah, das muss ich anzünden, dann werden sie wahrscheinlich alle hintereinander ins Gras beißen. Na, komm schon. Will ich längs. Also stimmt das, ich muss gerade so ein bisschen überlegen, dann stimmt das, dass damals habe ich ja die Anzeige bekommen, alle Eier gefunden. Das heißt, wir haben wirklich schon alle Dracheneier gerettet. Gibt keine mehr jetzt in dem Level. Ich habe natürlich genau gleich die Strecke genommen, wo es nach Hause geht. Natürlich habe ich das. Her mit dem Schlüssel. Puh. Oh Gott, hier wieder. Mal hier lang. Ach ne, das ist ja hier. Oh, was ist denn das? Ja, das waren alle sehr schön. Dann bin ich jetzt hier auch fertig. Wunderbar, wunderbar. Dann kannst du jetzt da nach Hause gehen. Sehr schön. Ach, hier war der Schlüssel. Ich kleiner Held. Drauf, definitiv. Schade, von hier aus komme ich leider nicht dahin. Gut, dann wäre es das erste Level gewesen. Wie hieß das? Nox Nexus oder was habe ich da gelesen? Oh Gott. Hafen der Dämmerung. Also,
Weiß nicht, wie viele jetzt noch kommen. Ah, dann gehen wir auf jeden Fall in den Hafen der Dämmerung. Oha. Eine Schleimkanone. Ich gucke jetzt lieber nochmal, bevor ich jetzt hier abdüse, nicht, dass da doch irgendwie ein Diamant versteckt ist. Ja, umgucken ist immer gar nicht mal so schlecht. Fall irgendwie nicht mehr bewaffnet als sonst. Okay, hier ist eine geschlossene. Gibt's da eine Rakete oder so? Nur theoretisch. Kosmos. Danke, dass du mich gerettet hast. Also einige wirken so, als hätte ich dich schon befreit. Also Kosmos, hatten wir den nicht auch schon oder hören die sich alle nur ähnlich an? Bin mal gespannt, wie wir die aufkriegen. Da bin ich ja mal gespannt. Au, was war das denn? Okay, ich kann die hier hoch machen. Aber ergibt das in irgendeiner Art und Weise Sinn? Gibt es hier einen Supersprint? Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, gibt es. Was haben wir denn hier eigentlich? 400 und zwei Drachen. Cletus. Oh, doch, die hatten wir doch schon. Nimm dich vor Nordkommandos in Acht, Spyro. Die sollten sich lieber vor mir in Acht nehmen. Alles klar. Aber ich muss trotzdem noch mal nach da oben. Das muss ich. Da sind noch ein paar Edelsteine übrig geblieben. Da muss ich da auch nochmal rüberfliegen. Ich höre da irgendein Leben blinzeln. Gucken wir mal, ob wir so darüber kommen. Das müsste man eigentlich schaffen. Ja, sehr schön. Gut, dann können wir jetzt ja weiter. Bitte zappen lassen.
Au. So, jetzt kann ich gut hier eine Ratte gebrauchen. Boah, die gehen ganz schön weit, ne? Wahnsinn. Nicht ohne, nicht ohne. Das war ja klar. Gut, dann renne ich jetzt einmal ganz da hinten hin, wo der Edelstein ist. Ah, hier habe ich anscheinend noch was vergessen. So ist das bei mir, ne? Gut, Level abgeschlossen. Dann rennen wir jetzt mal nach Hause. Ich weiß gar nicht, ob ich das Level jetzt auch so verlassen kann. Ich möchte es aber gerne einmal über den offiziellen Weg verlassen. Deswegen werde ich jetzt einmal wieder zum Nachhause-Wirbelwind gehen. Wirbelwind, ja, das ist doch viel besser. Weil Wirbelwind trägt einen auch nach oben. Anstatt Strudel. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Dann seid ihr auch nochmal schön bei dem Brückweg mit dabei. Das ist doch super. Und hepp. Nasty Dog. Ja, da kommen wir schon zum letzten Level. Was ist hier drinne? Wir werden es noch sehen, wahrscheinlich. Oh, damit haben wir hier auch alle Edelsteine. Aber es fehlt uns doch ein Drache. Fehlt uns hier doch. Kann der denn sein? Der kann ja nur da drinne sein, dann. Gut. Dann werden wir uns jetzt um Nasty Nog kümmern. Und dann müssen wir ein Perfekt schaffen. Ich denke mal, das wird beim ersten Mal nichts. Fehlen auch nur noch 500 Edelsteine, dann haben wir alle Schätze geborgen. Oha, wieder ein riesen Looping von Spyro. Puh. 500 Edelsteine gibt es hier, kein Drachen. Ah, das sind dann die letzten 500, ne? Ich höre hier irgendwie einen Dieb. Sehr schön. Das zählt irgendwo nach oben, aber da kommen wir von hier aus ja nicht hin, denke ich jetzt einfach mal. So. Huch. Gut. Leichte Kameraprobleme.
Vielen Dank. Ob wir hier jetzt noch Edelsteine haben. Sieht nicht so aus. Haben wir hier noch irgendwie ein abgeschlossenes Tor? Nö. Das ist anscheinend nicht der richtige Kampf gegen Nasty. Doch das Vorgeplänkel. Oder doch? Kämpfen wir jetzt doch schon gegen ihn anscheinend. Dann gucken wir mal. Er läuft bis jetzt ja immer weg. Keine Ahnung. Ich jetzt nicht so. Keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Er läuft die ganze Zeit weg und jetzt? Ich komme ja nicht mal an ihn ran. Ich sprinte jetzt einfach mal die ganze Zeit. Hä? Was ist das denn? Ah, okay. Ich muss ihn wirklich abfackeln. Oh, das hat auch einen Erfolg gegeben. Gucken wir einmal kurz. Drachen für immer. Ach, lass Nasty Nork für 5 Runden rennen. Das habe ich aber nicht absichtlich gemacht. Tatsächlich habe ich das nicht absichtlich gemacht, aber es war super, wenn das so geklappt hat mit für den Erfolg, für die Errungenschaft. Du bist Toast, Nork. Ja, sehr schön. Ich hab euch irgendwie vergessen. Was ist mit Gnasty Gnork? Nasty Gnork.
Der ist Toast. Also heißt das, es herrscht wieder Ordnung im Drachenreich? Ja, größtenteils. Ich muss noch ein paar Schätze einsammeln. Was hast du jetzt vor? Ich denke, alles ist möglich. Ja, das war soweit erstmal der erste Teil von der Reignited Trilogy. Oh Mann. Ja, ich würde jetzt sagen, ich lasse jetzt hier einmal die Credits laufen und dann müssen wir noch mal ein bisschen gucken, weil uns fehlt ja doch eigentlich ein Drache. Auch noch in der letzten Nasty-Welt. Gucken wir mal, wo der ist. Und ja, gucken wir mal, was wir da noch machen können, weil da ein Tor war ja noch versiegelt. Wir werden es sehen. Wir wollen mal gleich gucken. Aber erstmal lassen wir die Credits durchlaufen und dann sehen wir uns danach wieder.
Ja, und mit diesen Credits, wo teilweise auch richtig geniale Artworks noch mit dabei waren von Spyro und seinen Drachenkumpanen, ist das jetzt die längste Folge geworden. Gut, wir werden jetzt hier nochmal den letzten Drachen befreien. Magnus. Nasty ist jetzt Geschichte. Und? Was ist da drin? Ich glaube, das ist Nastys Schatzkammer. Aber das Tor öffnet sich nur, wenn du alles im Drachenreich gefunden hast. Komm wieder, wenn du 100% erreicht hast. So, haben wir doch. Soll ich das auch noch mit in die Folge machen? Ja, dann kann ich nämlich die Folgen, die danach kommen... Ja, ich weiß, es ist sehr lange, es tut mir sehr leid. Aber die Folgen, die danach kommen, kann ich dann widmen, 100%, beziehungsweise die ganzen Errungenschaften noch freizuschalten. Deswegen gehen wir jetzt in Nastys Schatzkammer. Ich werde das übrigens auch so machen, dass ihr dann das Credits einfach mit einem Klick überspringen könnt. Natürlich nur, wenn ihr am Dings sitzt. Am PC oder am Handy. So, am Fernseher ist das immer ein bisschen schwieriger. Gut, wollen wir mal gucken. Ach ja, hier können wir ja fliegen. Wie geil ist das denn? Ja, okay. Das ist aufregend. Kann man noch nicht höher kommen. Okay, das heißt... Jetzt wollen wir uns doch erstmal schön reich sammeln. Bekommen. Mal gucken, wofür der gut ist. Okay, wir können auf jeden Fall nicht höher fliegen. Schon extrem in der Überlänge sind, werde ich jetzt mal gucken, wo der Schlüssel reinkommt. Und da habe ich auch schon den Schlüssel gefunden. Also das Schlüsselloch. Ja, und damit können wir jetzt auch höher fliegen. Können wir jetzt ein Gefilde aufbrechen, wo wir noch nicht waren. Kann ich den eigentlich damit treffen? Ha! Ja, wie geil. Die nächste Tür ist. Da vielleicht. Ja, sieht ganz gut aus, auf jeden Fall die Höhe, auf die ich schon fliegen kann.
Okay, die kriegen wir natürlich so nicht auf. Ah. Sehr gut. Ich will erstmal die Edelsteine hier bekommen. Sehr schön. Dann sehen wir uns jetzt beim Schlüsselloch wieder. So. Okay, war's das hier? Das ist wahrscheinlich einfach, damit wir höher kommen. Wir dann hier 2000, wenn die dann alle haben. Okay, das waren schon einige. Sehr schön, und da haben wir auch die Errungenschaft freigeschaltet. Hamsterer. Das ist, ich kann noch mal gucken. Jetzt haben wir alle Edelsteine in Gnastis Schatzkammer. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Imagination rhymes with sensation, confidence. There's nothing standing between you and your goal but a little tiny purple dragon. Ja, das stimmt. Power to turn dragons to crystal and patience is for dragons. Geduld ist für Drachen. Practice is not about being the best, it's about destroying everyone else. Oh Mann. Ja, ich glaube, dann können wir jetzt doch wieder nach Hause. Weil hier haben wir auch alles erledigt, das heißt, jetzt ist in der nächsten Folge nur noch... Oh. Spyro der Drache, du hast Gnasty Gnork besiegt, die Dracheneier gesammelt, die Drachen gerettet und sämtliche Schätze im ganzen Drachenreich geborgen. Wie fühlst du dich? Einfach fantastisch, Bob. Und ich freue mich tierisch für die Drachenwelt. Ich will nicht bis ans Ende meiner Drachentage an Gnasty Gnork und seine schrägen Schergen geraten. Schergen? Ach, vergiss es. Wie heißt es so schön? Jeder gute Kampf braucht einen guten Gegner. Und ich finde, Gnasty war trotz seiner vielen Fehltritte ein würdiger Gegner. Oh oh, da geht's wieder los. Ja, wir haben es jetzt auf jeden Fall geschafft. Das Einzige, was wir dann in den nächsten Folgen noch angehen werden, wenn es überhaupt mehrere Folgen noch werden, es wird auf jeden Fall noch eine Folge zu allen Errungenschaften geben. Genau. Und dann werden wir auch nochmal ein kleines Resümee zu Spyro ziehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder, dass ihr zugeguckt habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zur Errungenschaftsfolge. Bis dann und vielen Dank fürs Zugucken. Ciao.